Bei OER Info machen wir zum Abschluss des Jahres 2020 eine kleine Reihe. Sie heißt OER Geschichten, weil es eine Verbindung ist zwischen dem, was in den noch ungeschriebenen Geschichtsbüchern zu OER einst stehen könnte, und den Geschichten, die die Akteure, die beteiligt waren an den großen Ereignissen, dann erinnern. Und genauso wollen wir ein bisschen heute vorgehen und rekonstruieren, wie das damals war, mit Felix Schaumburg. Erstmal hallo Felix. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben uns den Schultrojaner vorgenommen. Das war 2011 und rückblickend wird häufig gesagt, das war so ein Tipping Point oder ein Meilenstein oder vielleicht der Auslöser für die Debatten um OER in Deutschland. Und du warst 2011 ein Edu-Blogger. Weiß gar nicht, sagt man das heute noch? Bist du heute noch ein Edu-Blogger? Was war damals ein Edu-Blogger? Ich weiß nicht, ob ich heute noch einer bin, wahrscheinlich nicht mehr, aber ich bin zumindest von der Süddeutschen Zeitung als Edu-Blogger geadelt worden. Also da kommt keiner drum herum. Ich bin ein Edu-Blogger aus 2011, 12. Ich erinnere mich, dass in der Taz auch mal stand, dass du ein super schlauer Edu-Blogger bist oder Das Zitat sowas. müsste ich mir aber nochmal raussuchen und an die Wand hängen, weil das wäre was wert. Okay. Das heißt, 2011 hast du zu Themen wie zum Beispiel irgendwas mit digitalen Medien und Bildung, Schule, Lernen ins Internet reingeschrieben und in diesem Kontext auch und das EduCamp in Bielefeld besucht, auf das wir gleich noch kommen werden im zweiten Teil des Gesprächs. Im ersten Teil wollen wir uns an den Meilenstein dieser Geschichte erinnern, also einen Meilenstein im Meilenstein. Und zwar war das eine Meldung bei Netzpolitik.org. Die hatte damals Markus Beckedahl geschrieben. Ich zeige sie hier gleich auch mal auf dem Bildschirm. Hier. Der Schultrojaner, eine neue Innovation der Verlage. 31. Oktober 2011. Eine der Sachen, die hier bemerkenswert sind, ist hier und 262 Ergänzungen. Ergänzungen ist das, was früher Kommentare hieß auf der Seite. Und das war für eine Meldung im Bildungsbereich, im Bereich Schule, selbst für Netzpolitik-Maßstäbe sensationell. Wir haben uns überlegt, wir machen so eine Art Interview im Interview, weil ich habe mal Markus Beckedahl da schon mal gefragt, wie er sich daran erinnert. Das ist schon ein paar Jahre her, aber die Erinnerungen können uns heute helfen. Das heißt, wir machen sozusagen ein Interview im Interview, ein Remix-Interview und hören uns mal gemeinsam Markus Beckedahl gleich an und seine Erinnerungen daran. Und Felix, du sagst immer Stopp, wenn du was ergänzen willst. Vielleicht aber kurz noch davor, erinnerst du dich an die Situation, was davor geschah? Also wenn wir jetzt so Geschichtsbuchschreibung machen, wie war denn die Situation in Sachen digitale Lernmaterialien 2011. Also, du hast das eben als Tipping Point bezeichnet. Ich würde es ein bisschen anders noch nuancieren und sagen, es war ein Kristallisationspunkt, weil die grundsätzliche Problematik von, ich sag mal, Schulbüchern, wo das Ganze ja, also meine Perspektive darauf ist weniger OER als Lösung, sondern jetzt aus der Perspektive des Lehrers der Schulbücher. Die war ja da. Also wir durften ja keine Schulbücher digitalisieren und Arbeitsmaterialien austauschen, war schwierig, wenn sie nicht von Anfang an digital waren und so weiter. Also diese Melange war unter den netzaffinen, digitalaffinen, Leitmedien wechselnden Lehrerinnen und Lehrer, das sind ja so Begriffe damals, durchaus da. Und der Schultrojaner ist ja eine Reaktion der Verlage auf ein Problem in Schulen gewesen, was ja existierte. Und mit diesem Schultrojaner hatte man plötzlich sozusagen ein Feindbild und auch eine Notwendigkeit, eine Lösung zu finden. Und von daher war das tatsächlich, glaube ich, für diese komplette Edu-Blase total dankbar und unabhängig davon, ob das gut, schlecht oder lange angehalten hat, es hat tatsächlich unglaublich was bewirkt, weil die ganze Community sich um diesen Schultrojaner und die Themen, die da dran hingen, total gefestigt hat. Lass uns gleich mal einordnen, was danach geschah. Jetzt hören wir mal Markus zu und du hebst deutlich die Hand, wenn du sagst, Pause bitte. Am 31. Oktober 2011, also zum derzeitigen Zeitpunkt, ist es 6 Jahre her, hat Netzpolitik.org einen Blogartikel veröffentlicht: Der Schultrojaner, eine neue Innovation der Verlage. Und damals wusste kein Mensch, was aus dieser Debatte, die dann entstand, später mal werden würde, nämlich eine größere Bewegung rund um Open Educational Resources, also Materialien für Lehren und Lernen, die
von den Menschen selbst gemacht werden können, mit anderen geteilt werden, dank der freien Lizenz auch bearbeitet und wiederveröffentlicht werden können, etc. Das Ganze ist international schon vorher diskutiert worden, aber dann erst in Deutschland. Das heißt, insofern, der 31.10. ist quasi ein bisschen eine Geburtsstunde für Deutschland. Wir rufen mal Markus Beckedahl an, der damals diesen Blogartikel geschrieben hat. Markus Beckedahl, netzpolitik.org, hallo. Hier spricht der Jöran. Grüße dich, Markus. Hi, Jöran. Am 31. Oktober 2011 hast du gebloggt, der Schultrojaner, eine neue Innovation der Verlage. Und in den OER-Geschichtsbüchern steht 6 Jahre später, dass das quasi ein bisschen Geburtsstunde von Open Educational Resources in Deutschland war. Das konntest du damals nicht wissen. Was erinnerst du noch von diesem Blogartikel damals? Wie kam es überhaupt dazu, dass du den geschrieben hast? Was hast du beim Schreiben dir gedacht? Ja, das war ein weiterer damals vorläufiger Höhepunkt einer immer weiter absurder werdenden Urheberrechtsdurchsetzungsdebatte. Also allein die Vorstellung, dass halt in Schulinfrastrukturen eine, ja, quasi über ein Überwachungssystem eingeführt werden soll, damit jeder einzelne Abruf irgendwo vermerkt wird, damit es dafür eine Vergütung gibt. Also dass man überhaupt auf den Gedanken kam, sowas tatsächlich zu fordern und dann auch politisch umsetzen zu wollen, das hat uns damals verblüfft. Und es gibt wenige Beispiele für, ja, noch absurdere Urheberrechtsdurchsetzungssachen der früheren Geschichte. Weißt du noch, wie du überhaupt... Da will ich kurz reinhaken, weil er macht das gerade ganz, ganz offen. Ich meine, eigentlich hätte man das damals einfach lassen sollen, dagegen zu rebellieren, um mal zu gucken, wie sie das denn hätten hinkriegen wollen. Weil die Vorstellung war ja wirklich, die wollten im pädagogischen Netzwerk eine Software installieren, die sämtliche Verzeichnisse scannt. Entschuldigung. Die sämtliche Verzeichnisse scannt und überprüft, ob innerhalb dieser Verzeichnisse, sowohl von Lehrern wie auch öffentliche Verzeichnisse innerhalb der Schule, Materialien liegen, was partiell urheberrechtlich geschützt sein könnte. Das heißt, sie hätten eine riesen Datenbank anlegen müssen von allen urheberrechtlich geschützten Werken und jedes Bild damit abgleichen müssen. Die Diskussion ist dann in den Schulen relativ schnell dafür gegangen, dass man gesagt hat, aber auf keinen Fall im Verwaltungsnetz, weil dann könnten die ja schülersensible Daten machen. Das heißt, man ist sofort in so eine Ebene reingegangen, wo die Schule dann mitreden kann. Aber eigentlich hätte ich gerne die technische Umsetzung auf Seiten der Verlage gerne mal gesehen. Also das war tatsächlich eine Software, die hätte alles scannen sollen, was auf diesen Rechnern, die schulassoziiert sind, rumliegt. Also man muss sich wahrscheinlich auch vorstellen im Nachhinein, dass das nicht irgendwie eine fertige Software war, sondern auch auf Verlagsseite eher eine fixe Idee, die in einer Arbeitsgruppe mal entstanden ist und dann hat jemand gesagt, ja, das probieren wir mal so ungefähr. Wäre gar nicht so sicher, ob diese Software einfach technisch gesehen sozusagen innerhalb der 9 Jahre seitdem irgendwie funktioniert hätte, aber das ist dazu nicht gekommen. Wir hätten eine verlagsübergreifende Datenbank urheberrechtlicher Werke gehabt, das wäre schon gut, da hätte man ja mit arbeiten können. Ja, wenn okay. Das Projekt gescheitert wäre, hätte man diese Plattform sozusagen umdrehen können. Genau. Zu einer verfügbaren, ja. Weil okay, finanziert ist es ja öffentlich. Aber das ist was anderes, genau. Aber spannend. Wir hören mal Markus weiter zu. Überhaupt damals auf die Geschichte aufmerksam wurdest? Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich glaube, uns hat das jemand zugeschickt, mit dem Hinweis, dass das so beschlossen worden ist und keiner sich das genauer angeschaut hat. Wir haben uns das dann genauer angeschaut und waren dann so ein bisschen, ja, irritiert, dass das noch keinem so aufgefallen ist und dass das noch nicht zu einer Debatte geführt hat. Und dann waren wir umso motivierter, diese Debatte mal in Gang zu bringen, um die Absurdität auch quasi zu thematisieren, beziehungsweise nicht nur die Absurdität, sondern auch, ja, diese Vorstellung, wie gefälligst sich die Realität dem Urheberrecht anzupassen hat und nicht andersherum, wie wir es eigentlich für vernünftiger halten würden.
Ich kenne so Geschichten, dass es von damals heißt, auch die Kultusminister, die ja eine Hälfte dieser Vereinbarung damals ausgemacht haben, neben dem Schulverlagen, dass die eigentlich gar nicht gemerkt haben, was sie da unterschreiben. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man in Verhandlungen mit Schulbuchverlagen ist, dass die einen über den Tisch ziehen und dann sich auf der politischen verantwortlichen Seite hinterher einige schon wundern, wo die Debatte herkommt, nur weil man selbst entweder es nicht kapiert hat, was man da unterschreibt und untergejubelt bekommt, oder es willentlich mitgemacht hat und dann später klassische Absetzbewegungen nur einfach simuliert hat, um dafür nicht verantwortlich gemacht werden zu können. Damals ging ja unter dem Blogartikel dann eine große Kommentardiskussion los. Das ist jetzt bei Netzpolitik.org nicht so ungewöhnlich, wobei tatsächlich für ein Bildungsthema würde ich im Nachhinein sagen, ist es immer noch selbst an Netzpolitik-Maßstäben gemessen eine große Debatte gewesen. Weißt du noch, was in den Folgestunden und Tagen nach deiner Veröffentlichung passiert ist? Oh, das ist so lange her, das kann ich jetzt auch nicht mehr so genau sagen. Aber du meinst ja gerade, ich unterbreche den guten Markus mal hier. Das Interview geht noch interessant weiter, das verlinken wir natürlich auch. Aber das mit den Kommentaren, wo Markus sich nicht mehr erinnern konnte, haben wir uns jetzt ein bisschen einfacher, weil wir können es einfach aufrufen. Hier sind die 262 Kommentare. Und der erste Kommentar damals kam von Oliver Tacker, der morgens offensichtlich früh wach war und gefragt hat, ob es seine 1. April-Meldung war. Und Felix, du warst offensichtlich auch früh wach oder hast zumindest an demselben Tag noch Netzpolitik.org geschrieben, weil du das auch kommentiert. Das ist interessant. Ja, auch früh, eine halbe Stunde später nur. Also offensichtlich war man damals echt gut im Netz. Du hattest quasi aufgerufen, dass man die Diskussion aus der Internetfilterblase rausträgt in die Lehrerzimmer. Echt Schreibfehler. Aber das ist natürlich heute total irrelevant. Ja, mit noch Querverweis zum RSS-Feed, das ja heute leider immer noch unterrepräsentiert ist oder wieder. Das ist tatsächlich, ist ja auch passiert. Also, dass Markus dich da nicht so ganz dran erinnert, ist auch klar, weil die halt einen anderen Schwerpunkt haben. Aber diese ganze Debatte rund um Urheberrecht und Schulbücher, Lern- und Lehrmaterialien, die ist ja immer ein Thema bei Lehrenden. Das ist ja immer für die so im Bewusstsein, eigentlich darf ich ganz vieles nicht, aber ich mache es auch einfach. Also das war ja dann, wir hatten ja eben das Bielefelder EduCamp, danach gab es ja noch das EduCamp in Bremen und da gab es, glaube ich, auch einen Slot, wo Vertreter dann sogar von Cornelsen und Klett zum EduCamp gegangen sind und wir da Diskussionen hatten. Ich meine zumindest, dass es Bremen gewesen wäre. Ja, aber ich glaube, es war das OER-Camp in Bremen. War das das OER-Camp? Weil das Bremer EduCamp war, glaube ich, davor noch. Das war das OER-Camp dann. Aber es waren zumindest, die Diskussionen wurden viel, viel breiter geführt als vorher. Und auch innerhalb der Kollegien war es plötzlich ja so, dass der Schultrojaner ein Thema war. Weil vorher war das sozusagen so Bewusstsein, ich darf es nicht, ich mache es trotzdem und keiner pinkelt mir ans Bein. Und mit dem Schultrojaner haben ja die Verlage versucht, die Spielregeln zu bestimmen, indem sie sagen, es ist egal, ob ihr das macht, nicht macht oder sonst was. Also es ist verboten und macht es bitte nicht und wir kontrollieren euch jetzt noch. Und wir installieren euch auf jeden Rechner eine Software, die das macht. Und das hat halt einen Aufschrei gegeben, der dazu geführt hat, dass diese Themen Schultrojaner, Schulbücher, digitale Lernmaterialien ja in Süddeutsche, Taz und Zeit und sonst was plötzlich thematisiert worden sind. Also ein vollkommenes Randthema mit Urheberrecht im Bildungssystem, Paragraph 52, 53, Absatz 1, 2, die verschiedenen Schranken, das ist ja eine Sache, die eigentlich vollkommen dröge ist, die wurden aber ganz breit öffentlich plötzlich diskutiert und hat in den Schulen auch dazu geführt, dass plötzlich alle ganz doll aufgepasst haben und man zumindest eine Zeit lang wirklich doll aufgepasst hat, was man wo kopiert und wo man das hernimmt. Eher aber nicht das, was die Community gehofft hat, indem man jetzt mehr OER macht, sondern eher, indem man sich erstmal zurückzieht. Das war so ein zumindest von mir gefühltes. Du bist ja jetzt schon ja weit in der Einordnung, dass ja direkt danach in den Wochen oder Tage, muss man sagen, damals passierte, war ja, was du eben schon angesprochen hast, dass es nämlich auch tatsächlich so eine Art emanzipatorische Bewegung gab. Also nicht nur, dass viele Menschen abgeschreckt waren und sagen, oh, urheberrechtlich gefährlich, lasse ich die Finger davon.
Wobei man darüber streiten kann, ob das nicht bis heute eigentlich die wirksamere Folge von damals ist. Eine urheberrechtliche Verunsicherung, mal freundlich gesagt, die dazu geführt hat, dass man ganz viel von digitalen Materialien die Finger gelassen hat. Also ich erinnere mich an viele, viele Aussagen in Workshops, die gesagt haben, oh, das ist mir alles zu gefährlich. Die Internetnutzung war schon sowieso davon geprägt, dass, ich weiß gar nicht mehr, 1 Million Haushalte in Deutschland Abmahnungen wegen illegalen Musik-File-Sharing gekriegt hatten. Diese Zeit, ja. Und dann halt, dass sich sozusagen die LehrerInnenzimmer fortgesetzt hat, diese Verunsicherung. Es gab aber zumindest für kurze Zeit dieses Momentum oder sowas. Das Bielefelder EduCamp ist leider heute kaum noch dokumentiert. Wir haben aber noch den Sessionplan gefunden hier. Das hat stattgefunden, sowas wie 2 Wochen danach, nach dem Artikel auf Netzpolitik.org. Und ich erinnere, dass tatsächlich relativ viele Sessions zu OER stattgefunden haben. Wir saßen irgendwie morgens zusammen. Es gab mehrere Akteure, die das Thema sehr groß vorangetrieben haben. Ich weiß, Thorsten Lab, ich war zentral beteiligt. Sicher die ganzen Religionsleute, wie heißt der, Matthias Heil, Jörg Lohrer, wahrscheinlich Herr Spang auch. Und so. Ja, nee, ja, aber das war, jetzt müsste ich auch Namen raussuchen. Das war auch hinterher nochmal in Ilmenau, da ging das auch nochmal weiter. Aber zeig mal, das Bremer, das ist tatsächlich. Also man sieht hier, dass da so in Bielefeld dann Sessions im Sessionplan waren. Man kann leider nicht mal mehr sehen, wer die gemacht hat. OER-Methodik und hier Sonntag gab es dann auch einen ganzen Strang hier von Sessions, den ganzen Tag lang in einem Raum sozusagen. Da erinnere ich mich tatsächlich auch noch dran, dass wir morgens irgendwie da saßen und gesagt haben, okay, wie machen wir das denn, wenn jetzt so viel Interesse an OER da ist? Und wir gesagt haben, wir packen das alles zeitlich in einen Strang nacheinander, dass Leute, die das interessiert, sich das anschauen können nacheinander. Und es wurde eine Initiative Freie Bildungsmedien gegründet mit diesem Impuls, wenn ich es richtig von außen wahrnehme, ich war nicht in diesen Sessions dabei, wir machen das jetzt selber, wir brauchen die Verlage nicht mehr, etwas zugespitzt. Das ist tatsächlich, dass plötzlich haben, also es gab 2 Dinge. Die einen haben erstmal geplant, den großen Bildungsanbieter zu machen. Ich glaube, es waren freiebildungsmedien.de oder sowas, sollte da gegründet werden. Das ist auch dieses Logo, meine ich. Erstmal die Struktur schaffen und dann parallel dazu haben aber auch viele angefangen, einfach auf ihren Webseiten. Ich weiß, dass ich damals auch ein Wiki angefangen habe anzulegen, wo ich einfach meine Materialien dann angeboten habe. Und relativ schnell gab es ja dann auch noch diese Edutex, glaube ich. Heinen, war das? In Dortmund, Bochum? Duisburg. Duisburg, Uni Duisburg, genau. Die sich da auch noch drauf gesetzt haben, gesagt haben, wir haben ja eigentlich ein Tool, wir können das doch da einpflegen und so weiter. Also dieses Material-Ding, das waren aber wieder die vorher auch schon digital aktiv waren. Ne? Also das ist sozusagen, das war nicht die Breite. Die Breite ist zurückgegangen. Ich bin wieder da. War ich kurz weg? Nein, also das Nein, Video war ein bisschen geruckelt. Ich habe mal die Bildschirmfreigabe beendet. Dann. Ja, waren dann wieder die vorher auch schon so ein bisschen eher Speerspitze waren, die halt dann angefangen haben zu sagen, okay, wir machen das einfach. Und es ist ja immer noch so, dass eigentlich der Gedanke im Kopf ist, wenn die Lehrerinnen und Lehrer ihre Materialien einfach veröffentlichen würden unter einer CC-Lizenz, dann hätten wir innerhalb eines Jahres alles eigentlich einmal abgedeckt. Aber das setzt sich irgendwie nicht durch. Das hat, glaube ich, auch eher was noch mit Lobbying zu tun und so weiter, mit diesen Schulbüchern. Das ist auch etwas, was ich so in der Reflexion, du bist ja ganz stark dann auf diese OER-Geschichte aufgestiegen. Wir haben ja auch dieses OER-Whitepaper, das erste, zusammen gemacht. Ich habe mich dann da so ein bisschen rausgezogen. Du bist also da tatsächlich einer derer, die das Thema OER in Deutschland maßgeblich mit geprägt haben. Zumindest organisatorisch auf jeden Fall. Ich habe mich gefragt, was hat sich eigentlich auf der anderen Seite, auf Seiten der Schulen getan? Und bei den Schulbüchern kann man nur sagen, da hat sich eigentlich, was das angeht, so gut wie nichts getan. Inzwischen gibt es erste digitale Angebote, dass die Schulbücher tatsächlich in dem, was wir damals gesagt haben, das auf keinen Fall einfach digitalisiert angeboten werden. Aber dass wir irgendwo in den letzten 10 Jahren einen maßgeblichen Wandel bei Lehr-Lernmaterialien aus den großen Verlagen haben, nicht. Und da bin ich mal gespannt, wie das noch weitergeht, weil das ist eine Story, wo jetzt auf einer anderen Ebene in den Schulen, ich merke, dass es überall bricht, weil jetzt ist es nicht mehr nice to have digital, sondern sie müssen es digital haben, Corona, aber auch durch immer mehr voll digital ausgestattete Klassen
wo das analoge Buch irgendwo nicht mehr reinpasst. Und von daher wird dieses Thema, also Trojaner war ja nur eine Sache, aber die Frage ist, wie verteile ich und wie organisiere ich sozusagen gesellschaftlich Lehr- und Lernmaterialien, glaube ich, in den nächsten Jahren noch mal ganz groß wird. Hoffentlich unter einem anderen Zeichen. Danke für die Einordnung, Felix. Ich würde sagen, ja, 31.10., wir können das als Meilenstein stehen lassen. Ich fand es deutlich, auch nochmal in deinem Abschlusswort jetzt wiederzufinden, das war natürlich keine Idee, die in diesem Moment entstand und vorher nie da war. Wir haben in dieser Reihe auch ein Interview mit Karl Kirst von der ZUM geführt, der gesagt hat, eigentlich war die Grundidee schon vor 25 Jahren bei der ZUM-Gründung da. Wir machen doch unsere Materialien eh selbst, jetzt lass uns das auch noch teilen. Aber ich glaube tatsächlich auch gerade unter diesem Label OER, dass man guckt hat, diese Idee gibt es schon. Die Idee, dass man das zusammenwirft und koordiniert macht, auch wenn das vielleicht in der ersten konzertierten Aktion damals dann im Sande verlaufen ist. Das, glaube ich, tatsächlich ist damals so ein bisschen in eine breitere Gruppe getragen worden, nicht in jedes Lehrerinnenzimmer, das ist klar. Aber dass diesen Begriff OER überhaupt Leute in den Mund genommen haben, das ist häufiger passiert. Also der ist damals verbreitet worden. Also du kannst heute in Kollegium gehen und über Open Educational Resources sehen und zumindest sagt keiner mehr, habe ich nie gehört, sondern im Zweifel sagt man, ja, können Sie es nochmal erklären. Felix, ganz herzlichen Dank dir. Alles Gute. Ich danke auch. Ciao.